Servus und hallo. Ja, wie ihr schon im Titel gesehen habt, ja, ein neuer Vlog. Ja, und es geht zur Nordschleife. Endlich mal wieder Zeit für mich, zur Nordschleife zu fahren. Und auch das erste Mal für mich, dass ich Karfreitag zur Nordschleife fahre. Hatte ich bisher auch noch nicht. Soll die Hölle sein. Ich bin gespannt. Heute ist Donnerstag, ich reise heute schon an. Wir haben es jetzt Donnerstag Nachmittag um 15 Uhr. Und ja, ich habe mir einfach gesagt, komm, ich nehme euch mal mit. Ja, das Besondere in diesem Video ist, ja, ich bin alleine. Das heißt, ich werde auch in diesem Video wieder alleine filmen. Der Marvin ist nicht dabei. Das hält mich ja nicht ab, euch trotzdem ein Video zu präsentieren. Ja, ich bin gespannt. Wetter wird mega geil über Ostern. Ich würde sagen, wir fahren mal Richtung Nordschleife. Jetzt mal ein kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt 265 Kilometer schon hinter mir. Ja, noch 400 vor mir. Und ich muss feststellen, es ist mega anstrengend, wenn sie einfach nur so schleppend vorangeht. Wir fahren teilweise 100, wir fahren mal 60. Dann stehen wir auch mal kurzzeitig im Stau. Ich bin jetzt wirklich die letzten Wochen immer ja, auf teilweise leeren Autobahnen unterwegs gewesen. Immer ja, alles ab 200, sage ich mal. Und ich muss sagen, dass ich da echt entspannter bin und ausgelassener, wie es jetzt der Fall ist. Es ist einfach nur so richtig zäh und träge und ja, macht gerade nicht so wirklich Spaß hier zu fahren. Gut, wir haben jetzt auch hier Berufsverkehr. Es ist auch noch Ostern, die Leute wollen alle irgendwo hin. Ich kann nur, oder ich hoffe nur, dass es zum Ende hin ein bisschen leerer wird, dass man ganz entspannt mal Tempomat 160 fahren kann. Jetzt ist es nicht der Fall, jetzt dümpel ich mit 125 lang hin. Mehr ist hier nicht möglich. Ja, auch über voll die Autobahn. Ja. Das Gute ist ja, ich bin ja nicht auf der Flucht. Und somit, ja, sehe ich auch den ganzen etwas gelassen. Wäre halt nur schön, wenn man ein bisschen besser fahren könnte. Zumindest Tempomat 160 lang hin. Naja, mal gucken, wie das so weitergeht. Also ich muss aber sagen, ich habe schon echt Glück bei meiner Fahrbahnrichtung. Zum dritten Mal ist auf der Gegenspur ein richtig langer, fetter Stau. Okay, gut. Das ist jetzt das Ende vom Stau. Nee, aber zum dritten Mal und ja, ich hatte bis jetzt nur einen ganz kleinen Stau. Aber wirklich haufenweise Tempolimits, also 180, ja, war selten mal 120. Übrigens nochmal Dankeschön an Lena für die coole Playlist. Ich hatte ja bei Instagram eine Umfrage gemacht gehabt, ob mir mal jemand ein paar Playlists schicken mag, damit ich mal was Neues höre und nicht immer die alte Scheiße hier. Und haben sich einige drauf gemeldet und jetzt höre ich gerade die, ja, Playlist von Lena alias Minimaus. Ja, vielen Dank dafür. Für mich geht's weiter. Mal gucken, wie sich das jetzt hier noch irgendwann auflöst. Ja, vor allem das Tempolimit. Ich würde schon ganz gerne mal wieder 160 fahren wollen. Ja, weil die Frage auch immer öfters kommt. Was verbraucht dein Cupra? Ja, also ich bin am Anfang recht zügig gefahren. Jetzt ist es eher so schleppend, was aber auch eigentlich nicht gut ist für den Spritverbrauch. Ja, was soll ich sagen? Aktuell 8,3 Liter und bei 380 Kilometer, die ich schon gefahren bin, seit der Tankstelle, habe ich noch eine Restweite von 250 Kilometer. Das hieße, ich würde über 600 Kilometer kommen mit der Tankfüllung. Das, also mein Ziel ist auch 290 entfernt. Das würde fast heißen, dass ich eigentlich von A nach B komme, ohne zu tanken. Ich werde tanken, definitiv. Aber es ist schon echt erstaunlich. Ja, weil ich auch wirklich
ich sehr, sehr unregelmäßig fahre. Ja, es ist immer noch alles sehr zäh, fließend und schleppend. Hier gerade ein Cupra überholt sich gerade. 1P. Ja, aber es geht Stück für Stück voran. Jetzt bin ich 600 Kilometer gefahren mit einer Tankfüllung. Ich habe jetzt noch 40 Kilometer Restweite. Ich bin jetzt runtergefahren in Euskirchen. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie eine Ultimate-Tankstelle finde, eine Aral. Werde dann ein Blitzer. Werde dann den Wagen voll tanken. Ich habe jetzt noch 64 Kilometer bis zur Nordschleife. Ich wollte den Wagen hier auch waschen, aber laut Google meint, ja, es sei seit 19 Uhr zu. Wenn das der Fall ist, dann gibt es Ärger, Lena. Weil Lena hat mir gesagt, ich kann hier 24 Stunden am Tag mein Auto waschen. Ja, ich werde hier schon irgendwo eine Waschmöglichkeit finden, also der Wagen muss auf alle Fälle gewaschen werden. Habe ich jetzt extra zu Hause von außen nicht gemacht, weil das ist ja Quatsch. Der würde jetzt genauso aussehen wie vorher. Nee, ich bin jetzt in Euskirchen. Werde mal gucken, dass ich den Wagen hier vollgetankt kriege. Eine Waschstraße finde. Waschbox. Und ja, jetzt haben wir schon 20.11 Uhr. Übrigens ein Durchschnittsverbrauch von 8,1 Liter. Oh, das ist eine Aral. Perfekt. Ja, jetzt geht's für mich wieder zurück zur Unterkunft. Haben jetzt die Bilder unter dem Notebook-Zeichen gemacht. Da war ich kurz am Brünnchen gucken. Ey, das ist verrückt. Also sie haben erstmal den ganzen Parkplatz gesperrt. Dann habe ich mit dem Order gequatscht. Also die Leute stehen alle irgendwie da draußen auf der Straße. Brünnchen wird morgen um 5.30 Uhr erst aufgemacht. Und verlangen dann 8 Euro Parkgebühr. Finde ich aber ehrlich gesagt gerechtfertigt. Weil wenn man überlegt, wie es in den letzten Jahren da zuging, was für ein Saustall da hinterlassen worden ist, finde ich es echt gut. Problem ist, sie wollen morgen noch irgendwie eine Zufahrtsstraße sperren. Ich bin fast der Meinung, das wird die Zufahrtsstraße sein, wo ich zum Brünnchen hinkomme. Ja, muss ich jetzt mal gucken, dass ich da morgen irgendwie, ja, hinkomme. Wird morgen nochmal spannend. Mich auch gerade mit einigen Leuten unterhalten. Ja, Kontakte knüpfen kann ich immer recht schnell irgendwie. Die haben irgendwie letztes Jahr schon früh morgens irgendwie 3-4 Stunden im Stau gestanden. Habe ich jetzt eher gesagt keinen Bock. Also um 7 Uhr gibt es bei mir Frühstück in der Pension. Das gönne ich mir auf jeden Fall. Und dann werde ich mich, denke ich, 7.30 Uhr losmachen. Und dann einfach mal schauen, wie ich da hinkomme. Das wird morgen nochmal sehr spannend. Ich würde mich hiermit erstmal verabschieden für den heutigen Tag. Ich denke mal, ja, reicht für heute. Morgen geht's spannend weiter. Morgen ist Karfreitag. Wie wir morgens in Brünnchen kommen, was wir morgen erleben, das seht ihr. Und für mich heißt es jetzt ja, gute Nacht. Und für euch heißt es ja, bis gleich. 6,5 Stunden später. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, jetzt haben wir Karfreitag. Ich bin unterwegs zum Brünnchen. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt am besten hinkomme. Ich werde jetzt über Adenau fahren, weil wie gesagt, die Zufahrtsstraße ist gesperrt. Soll jetzt auch schon um 7.30 Uhr gut Stau sein. Ja, Wetter ist richtig, richtig schön. Soll ja heute auch wieder um die 20 Grad werden. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie wir jetzt am besten zum Brötchen kommen und ob wir überhaupt noch raufkommen. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich auf der B412 angekommen. Das Gute ist, dass ich durch Adenau gefahren bin. Somit konnte ich mich direkt in die Stau seitwärts einsortieren. Die Leute, die jetzt von der A61 kommen, die stehen schon etwas länger am Stau. Ja, mal gucken, es rollt, es rollt, es rollt. Und ich schau mal, wann ich auf den Parkplatz angekommen bin und ob da überhaupt noch Platz ist.
jetzt mit 4 oder 5 Minuten. Kannst du auch noch mit dabei machen. Erlebnisse einfangen können von der Nordschleife. Ja, wir werden jetzt mal woanders hinfahren. Problem ist, es gab gerade irgendwie einen sehr, sehr schweren Unfall. Irgendwie soll sich ein Auto erschlagen haben. Entweder ist der Fahrer schwer verletzt oder tot. Das weiß man aus, also jetzt aktuell schon, weiß man es noch nicht. Wir werden jetzt mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Mal gucken, mal zur Tankstelle hoch, mal zur Zufahrt. Ja, ich hoffe nur, dass demjenigen, ja, dass er das überlebt hat. Ja, dann melde ich mich wieder. Jetzt bin ich wieder in der Unterkunft. Ja, war wirklich ein ereignisreicher Tag. Viel erlebt, viel gesehen. Das war schon echt atemberaubend. Und ja, Wetter war auch bombengeil. Und ja, wir waren dann nochmal abends jetzt an der Tankstelle. Und da haben sie nochmal richtig freigedreht. Deswegen würde ich sagen, auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich verabschiede mich aber erstmal für heute und würde sagen, ich melde mich morgen früh. Aber euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Abend an der Tankstelle.
Guten Morgen! Ja, für mich ist jetzt ein neuer Tag angebrochen. Für euch immer noch das gleiche Video. Ja, jetzt haben wir mittlerweile Samstag. Jetzt habe ich ausgecheckt. Jetzt geht es nochmal hoch zum Ring. Da werde ich höchstwahrscheinlich bei dem Damon gleich mal mitfahren. Mal gucken. Der fährt auch eine Cupra 82. Und anschließend habe ich noch einen Interviewtermin mit Saskia Madeleine Thiel. Die fährt nämlich auch hobbymäßig Rennstrecke. Ja, mal gucken, wie es heute noch so wird. Und dann geht's auf dem frühen Nachmittag noch rüber nach Salzgitter zu den Verrückten. Dort ist heute noch Osterfeuer. Also wieder ein straffer Plan für heute. Ja, ich würde einfach sagen, ihr seid weiterhin dabei.